Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riva. Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Entscheidung für ein neues milliardenschweres Raketenabwehrsystem der Bundeswehr sorgt für Kritik. Es geht um das System MEADS, das Verteidigungsministerin von der Leyen von einem Konsortium mit deutscher Beteiligung kaufen will. Anders als das bisherige System Patriot hat es sich noch nicht in der Praxis bewährt. Die Opposition befürchtet ein technisches und finanzielles Debakel. Zuletzt hatte es mit Drohnenprojekten und dem Flugtransporter A400M Probleme gegeben. MEADS. Es soll das Raketenabwehrsystem werden. Es kann Angriffe aus der Luft 360 Grad rundum verteidigen. Und es soll das erste Rüstungsprojekt sein, bei dem man aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat. Das hat die Ministerin heute versprochen. Wichtig ist für uns, dass wir Transparenz haben, dass wir die Risiken früh erkennen und dass wir damit auch die Bundeswehr in eine Lage versetzen, tatsächlich auch das zu bekommen, was sie bestellt hat, in absehbarer Zeit und zu überschaubaren, realistischen Kosten. Außerdem gab die Ministerin bekannt, es werden Mehrzweckkampfschiffe zu knapp 4 Milliarden Euro eingekauft. Ebenso viel soll das Raketenabwehrsystem kosten, dessen Technologie auch in Deutschland entwickelt wird. Beteiligt sind MBDA in Bayern, in Italien und der US-Hersteller Lockheed. Die Partei Die Linke und die Grünen im Bundestag sehen das Projekt gleichermaßen kritisch. Frau von der Leyen erfüllt lieber die Wunschzettel der Rüstungsindustrie, als einer Beschaffungsentscheidung eine kluge sicherheitspolitische Analyse zugrunde zu legen. Die Opposition sieht die sicherheitspolitische Bedrohungslage nicht. Eine Studie des Frankfurter Friedensforschungsinstituts warnt, weil der wichtigste und größte Partner, eins, nämlich die USA, ausgestiegen sind. Denen war MEADS zu risikoreich und zu teuer. Das jetzige Raketenabwehrsystem Patriot ist im Rahmen einer NATO-Mission in der Türkei für die Bundeswehr der einzige Patriot-Einsatz. Mit der Entscheidung für MEADS will die Ministerin eigene Maßstäbe setzen. Zum einen soll Deutschland als starkes NATO-Land dastehen. Zum anderen will sie zeigen, dass sie aus vorherigen Rüstungsdesastern gelernt hat. Damit ist MEADS das erste Projekt, an dem sie sich in Zukunft messen lassen muss. In der Diskussion über eine Neuregelung zur Sterbehilfe hat eine fraktionsübergreifende Gruppe von Abgeordneten einen Gesetzentwurf vorgelegt. Danach soll die gewerbsmäßige Beihilfe zum Suizid verboten werden. Die Regelung zielt unter anderem auf Organisationen, die Mittel in tödlicher Dosis bereitstellen. Beihilfe in Einzelfällen, etwa durch Familienangehörige, wird ausgenommen. Im Gespräch sind noch drei weitere Vorschläge. Im November will der Bundestag entscheiden. Qualen am Ende des Lebens. Darf einem Patienten geholfen werden, diese zu beenden? Eine Gruppe von Abgeordneten aller Bundestagsfraktionen hat nun einen Vorschlag ausformuliert, diese Situation per Gesetz zu regeln. Wir wollen die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe verbieten, nicht mehr, aber auch nicht weniger. Die geschäftsmäßige heißt, auf Wiederholung angelegt, unabhängig ob Vereine oder Einzelpersonen, auch unabhängig von der Gewinnerzielungsabsicht. Im Bundestag wird seit letztem Jahr an Gesetzesvorschlägen zur Sterbebegleitung gearbeitet. Vier unterschiedliche Positionen haben sich gebildet. Das Spektrum reicht von einem Verbot jeglicher Beihilfe über das Verbot nur der geschäftsmäßigen Beihilfe, über die ausdrückliche Erlaubnis der Beihilfe speziell für Ärzte, bis hin zum Vorschlag, auch Sterbehilfeorganisationen unter Auflagen zuzulassen. Eine bundesweit verbindliche Regelung speziell für Ärzte ist aus Sicht der Gruppe von Abgeordneten aus den Regierungsfraktionen um den SPDler Karl Lauterbach und den CDUler Peter Hinze notwendig. Wir glauben, dass der Arzt der Mensch ist, der am besten versteht, was der wirkliche Wunsch des Patienten ist, der alle anderen Möglichkeiten ihm erklären kann, was es an Schmerzlinderung gibt und der dann für einen Sterbenden wirklich ein wichtiger letzter Begleiter ist. So unterschiedlich die Anträge auch sind, eines haben sie gemeinsam. Sie wollen die Sterbehilfe gesetzlich regulieren. Und auch der Antrag, der noch am meisten zulassen will, würde die Sterbehilfe stärker regulieren als bislang. Wie in anderen europäischen Ländern mit aktiver und passiver Sterbehilfe umgegangen wird, darüber können Sie sich per Grafikanimation auf tagesschau.de informieren. Die Linkspartei setzt nach der Rückzugsankündigung von Fraktionschef Gysi anscheinend auf eine Doppelspitze.
Der Reformpolitiker Bartsch und die Parteilinke Wagenknecht sollen nach Informationen mehrerer Agenturen die Nachfolge antreten. Offiziell bestätigt wurde die Personalie bislang nicht. Die Wahl solle im Oktober stattfinden. Gysi hatte am Wochenende seinen Abschied angekündigt. Die Linke ist derzeit größte Oppositionspartei im Bundestag. In Ägypten hat ein Gericht die Todesurteile gegen 11 Männer bestätigt, wegen ihrer Beteiligung an Fußballkrawallen vor 3 Jahren. Mehr als 70 Fans kamen damals ums Leben, nachdem Anhänger einer Mannschaft auf das Spielfeld gestürmt waren und eine Massenpanik ausgelöst hatten. Gegen die Urteile kann Berufung eingelegt werden. Kurz vor einem neuen Spitzengespräch im Schuldenstreit mit Griechenland zeichnet sich keine Einigung ab. Athen schickte zwar neue Reformvorschläge nach Brüssel, aus der EU-Kommission hieß es jedoch, sie reichten nicht aus und entsprechen nicht den bisherigen Vereinbarungen. Morgen wollen Bundeskanzlerin Merkel, Frankreichs Präsident Hollande und der griechische Regierungschef Tsipras erneut über die Vorgaben sprechen. Sie sind Voraussetzung für weitere Hilfen. Der Deutsche Städtetag hat massive finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern gefordert. Viele Kommunen lebten immer mehr von der Substanz, hieß es heute zum Auftakt der Hauptversammlung in Dresden. Vor allem strukturschwache Regionen bräuchten dringend mehr Hilfe, um ihre Aufgaben noch erfüllen zu können. Wegen der hohen Verschuldung und der gestiegenen Sozialausgaben blieben einigen Städten kaum mehr Handlungsspielräume. Es könnte so schön sein im thüringischen Suhl. Die Menschen lieben ihre Stadt und die würde gern alles unternehmen, damit es ihren Bürgern gut geht. Doch sie hat kein Geld. Seit 4 Jahren gibt es keinen ausgeglichenen Haushalt. 13 Millionen Euro fehlen dafür in der Stadtkasse. Das heißt übersetzt, dass wir nahezu ausschließlich pflichtige Aufgaben, also Gesetzespflichten erfüllen können und unsere Gestaltungsmöglichkeiten hinsichtlich der schönen Dinge, die wir für die Menschen machen können, nur eingeschränkt erfüllt werden können. Wie Suhl geht es vielen Kommunen. Vor allem Sozialleistungen wie Wohngeld für Hartz-IV-Empfänger, Eingliederungshilfen für Behinderte oder Ausgaben für Kitas belasten die Haushalte. Im Durchschnitt geben Städte und Landkreise inzwischen 40% ihrer Etats dafür aus. Dabei gibt es große Unterschiede. Während die Sozialausgaben in Wolfsburg oder im Hohenlohe-Kreis gerade mal 17 bzw. 22% des Etats ausmachen, schlagen sie in Duisburg, Eisenach, Wiesbaden und Flensburg mit über 50% zu Buche. Der Deutsche Städtetag befürchtet sozialen Unfrieden und fordert für Sozialleistungen vom Bund finanziellen Ausgleich. Nirgendwo steht in der Verfassung geschrieben, dass das eine rein kommunale Aufgabe ist. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, ebenso wie das Abfedern der Folgen von Langzeitarbeitslosigkeit. Also sagen wir, und ich glaube, wir sagen es mit einigem Recht und ohne Gejammer, dass für gesamtgesellschaftliche Aufgaben auch gesamtgesellschaftliche Finanzierungsströme nötig sind. Mit Geld vom Bund könnte auch Suhl wieder aufatmen. Der unbefristete Streik bei der Post soll ausgeweitet werden. Nach den Mitarbeitern in den Briefverteilzentren treten morgen auch Zusteller in den Arbeitskampf, teilte Verdi mit. Die Gewerkschaft schließt weitere Schritte nicht aus, sollte die Post die Ausgliederung von Paketboten in schlechter bezahlende Regionalgesellschaften nicht rückgängig machen. Die Auswirkungen des Streiks sind nach Angaben der Post bislang gering. Seit einem Tag läuft der Poststreik. Bisher sind nach Gewerkschaftsangaben etwa 8000 Mitarbeiter in ganz Deutschland im Ausstand. Sie wehren sich dagegen, dass Paketboten in den neu gegründeten Tochterfirmen unter dem Namen DHL Delivery etwa 20% schlechter bezahlt werden. Wir wollen eben halt unsere Kollegen wieder haben von DHL Delivery, die sie eben halt ausgegliedert haben. Und hoffen eben halt, dass wir umso mehr Beteiligung hier ist, auch wirklich unser Ziel erreichen. Die Post lehnt Zugeständnisse ab. Niedrigere Löhne seien wichtig, um im Wettbewerb zu bestehen. Etwa 7 Millionen Briefe sind heute liegen geblieben, so die Post. Pakete seien bisher nicht betroffen. Damit blieben die Auswirkungen auf dem Niveau der vergangenen Warnstreiks. Bisher ist es uns gelungen, zwischen 85% und 90% der Sendungen, egal ob jetzt Briefe oder Pakete, immer zuzustellen. Das heißt, wir sind inzwischen gut aufgestellt für diese Fälle. Bei einem Streik haftet die Post nicht, wenn Briefe oder Pakete liegen bleiben. Wer eine wichtige Frist einhalten muss, kann laut Post die teurere Express-Variante wählen. Diese sei vom Streik nicht betroffen. Für die Rücksendung von Einkäufen aus dem Internet gilt, es reicht, sie innerhalb der üblichen Frist von 14 Tagen zurückzuschicken. Das heißt, ich muss einfach nachweisen, dass ich innerhalb dieser Frist das Schreiben oder das Paket abgesendet habe.
Außerdem sagen Verbraucherschützer, dass auch in wichtigen Fällen nicht immer Originale per Brief verschickt werden müssen. Oft reiche auch ein Fax mit Sendebericht. Tausende Siemens-Beschäftigte sind heute gegen die Pläne der Konzernführung für einen weiteren Stellenabbau auf die Straße gegangen. Zu dem Aktionstag hatte die IG Metall aufgerufen. Die größten Kundgebungen fanden in Berlin, Duisburg und Mülheim statt. Siemens will mit einer Umstrukturierung und Jobabbau auf Probleme im Stromerzeugungsgeschäft reagieren. 1200 in Nürnberg, 1500 in Berlin und in Duisburg sogar 3100 Siemens-Beschäftigte haben heute lautstark gegen den geplanten Jobabbau protestiert. Bei Siemens jagt ein Sparprogramm das nächste. Der Radikalumbau des Technologiekonzerns sieht die Streichung von insgesamt 13.000 Stellen vor. Vorher dachte ich, okay, es ist ein gesicherter Arbeitsplatz, ich kann hier vielleicht in Rente gehen. Und jetzt hat man einfach nur noch Angst. Es kann ja nicht sein, Siemens schreibt Milliardengewinne und wir müssen alle dafür bluten. Im Mai hatte Siemens-Chef Joe Käser die Belegschaft mit weiteren Sparplänen überrascht. Weil das Geschäft mit Gasturbinen bei dem Technologiekonzern schwächelt, will Käser hier weltweit 4.500 Stellen streichen. Davon mit 2.200 fast die Hälfte in Deutschland. Das sei der Energiewende geschuldet, sagte Käser und weiter, Zitat, das ist insofern auch sehr bitter, weil wir in Deutschland hoch ausgebildete, hochqualifizierte, sehr motivierte, hervorragende Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die aber keine Aufträge in Deutschland mehr bekommen. Und da macht Käser einen großen Fehler, obwohl er das vor 2 Jahren anders angekündigt hat. Ich will noch mal erinnern, indem er gesagt hat, jetzt muss endlich Schluss sein mit Restrukturierung und Personalabbau. Genau das Gegenteil macht er. Der Ärger bei den Beschäftigten wächst, denn sie befürchten, dass Siemens damit langfristig seine Innovationskraft verspielt. Etwa 30 Beamte haben am Morgen Büroräume in der Zentrale der Deutschen Bank in Frankfurt am Main durchsucht. Sie hätten nach Beweismitteln zu zweifelhaften Wertpapiergeschäften gesucht, so das Geldinstitut. Die Ermittlungen würden sich ausschließlich gegen Kunden richten. Nach Medienberichten soll es um schweren Steuerbetrug gehen. Die Deutsche Bank steht derzeit wegen einer ganzen Reihe von Vergehen im Visier der Behörden. An der Universität in Hamburg hat die 102-jährige Medizinerin Ingeborg Sülm-Rapoport den Doktorgrad erhalten, 77 Jahre nach ihrer schriftlichen Promotionsarbeit. Die Nationalsozialisten hatten ihr 1938 die mündliche Verteidigung der Arbeit verwehrt, wegen ihrer jüdischen Wurzeln. Kürzlich holte Sülm-Rapoport die Prüfung nach. Sie erklärte, der Titel bedeute ihr persönlich nichts, ihr sei es um die Aufarbeitung der Geschichte gegangen. Im kommenden Jahr moderiert wieder Anne Will den Polit-Talk am Sonntagabend im Ersten. Sie beweise seit Jahren, dass sie politische Gesprächssendungen hervorragend beherrsche, so der ARD-Vorsitzende Marmor. Will folgt Günther Jauch nach, der eine Vertragsverlängerung abgelehnt hatte. Sie führte bereits von 2007 bis 2011 durch die Talkshow Nach dem Tatort. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Mittwoch, den 10. Juni. Das Hoch bei Irland beschert uns morgen vielerorts freundliches Wetter. Im Süden Deutschlands hält sich allerdings noch wolkenreiche Luft, für Schauer reicht es aber nur noch an den Alpen. Und auch die lassen im Laufe der Nacht nach. Die Wolken bleiben im Süden und auch im Osten recht dicht. In der Nordwesthälfte dagegen häufig klar. Am Tag scheint im Norden oft die Sonne, die sich den Himmel in der Mitte mit Wolken teilen muss. Im Süden meist bedeckt und an den Alpen entwickeln sich später einzelne Schauer oder Gewitter. Der nördliche Wind bläst mäßig bis frisch, im Bergland stark, zum Teil mit stürmischen Böen. Im Norden heute Nacht stellenweise nur 4, am Hochrhein bis 13 Grad. Dort morgen bis 26, an der Nordsee zum Teil nur 15 Grad. Am Donnerstag meist sonnig und im Südwesten wird die 30-Grad-Marke überschritten. Vor allem dort muss am Nachmittag mit heftigen Wärmegewittern gerechnet werden. Auch am Freitag häufig Sonnenschein und noch wärmer. Mit Ausnahme des Nordostens sind später hier und da unwetterartige Schauer und Gewitter möglich. Die gibt's am Samstag vor allem im Süden und Osten. Um 22.15 Uhr meldet sich Thomas Roth mit diesen Tagesthemen. Von der Leyen's neue Rüstungsprojekte, Fragen an die Verteidigungsministerin und seltene Krankheiten, der Kampf um wirksame Medikamente. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.